Hallo zusammen, hallo Freunde. Ich möchte euch heute nochmal, ich sag mal, ein kleines Experiment zeigen. Das heißt, mit Holzlasur, gemischt mit Vinylkleber und dann mit Tintentusche. Also, Zeichentusche besser gesagt. Zeichentusche. Und gibt einen schönen Effekt, so wie, sag ich mal, entweder Eisblumen könnt ihr machen oder ja, sieht teilweise auch wie Sträucher, Büsche aus. Also könnt ihr viel rumspielen. Ich zeige jetzt erstmal zwei Bilder. Also eins mache ich und eins, wo ich davor schon gemacht habe. Und dann lasst uns starten. Bis gleich. Hier habe ich die Mischung, also halb-halb von dieser Holzlasur, deshalb Hybrid-Holzlasur, ist halt für außen auch mit Lösungsmittel, aber ich habe es jetzt auch schon ausprobiert, ohne Lösungsmittel für innen, da funktioniert einfach nichts. Okay, gieße das jetzt erstmal drauf hier als Schicht. Also halb-halb heißt halb Vinylkleber, halb Holzlasur. Mach das jetzt mal so weit voll. Muss noch nicht ganz voll sein. Kurz mal die Luftbläschen ausmachen. So. Dann habe ich hier, das ist Purpurviolett, und zwar von Rohre und Klinger. Ich hoffe, ihr könnt es gut lesen. Sind eigentlich eine Zeichentusche, aber durch diese Zeichentusche und diese Holzlasur kommen da, ich zeige es euch mal, ich nehme hier so eine Pipette voll. Kommen da wie so Eisblumen raus. Und das finde ich faszinierend. So, lass das kurz mal einwirken. Und jetzt? Alles, was zu viel ist, läuft jetzt weg. Das ist aber gar nicht schlimm. Verteile das jetzt hier. Da hat es nicht so funktioniert. Ich weiß nicht, warum es manchmal nicht funktioniert. Ist aber nicht so schlimm. Wir sind ja noch nicht fertig. So, da haben wir schon mal einen schönen Effekt. Hier mal noch ein Türkis, grün, da hatte ich auch noch eine Pipette hier. Setzen wir da auch noch ein paar Tropfen rein. Okay. Ich habe ja auch noch Weiß,
Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, werde ich jetzt aber kurz auch mal testen. Um einfach dieses Bild eventuell ein bisschen aufzuhellen und mal schauen, ob es funktioniert. Ja. Okay. Damit kann man es also auch wieder aufhellen. Also ähnlich gesagt wie die Alkoholinks. Und ein Rot habe ich mir noch gekauft, also Magenta. Beziehungsweise, genau. Schauen, ob das auch noch eine andere Wirkung gibt. Ist etwas dünner. Muss ich aufpassen. So, ich denke mal, das reicht. Mal die Luftblasen ausmachen. Dann mache ich hier noch mehr rein. Okay, mal vielleicht kurz erhitzen mal, um die Luftbläschen rauszumachen. Was ich jetzt noch mache, nehme nochmal ein Holzstäbchen. Das fand ich eigentlich auch faszinierend. Ich hoffe, es funktioniert jetzt auch wieder. Kann man also auch noch einen super schönen Effekt ausholen. Okay. Also ich finde, es hat was. Man kann natürlich jetzt noch mehr oder weniger machen. Ich kann euch auch geschwind noch ein Bild zeigen, das ich vorher mal getestet habe. Seht ihr mal hier? Ist auch richtig cool geworden, finde ich. Ich hoffe, vom Licht her geht's. Genau. Okay, ich kann es euch ja nachher mal zeigen, wenn ich die Nahaufnahme mache. Weil ihr könnt da wirklich wie so Eisblumen rausmachen. Passt ja auch zur Weihnachtszeit. Mal mehr und mal weniger machen. Aber ich finde, es sind coole Effekte, vor allem mit diesen Tinten-Tusche. Okay, dann zeige ich es euch mal von da an. Dann bis gleich. Okay, Freunde, jetzt mal von rein.
Also ihr könnt da super Effekte herausholen. Ist vielleicht nicht für jedermann was, aber ja gut, geht halt darum, die Holzlasur riecht etwas, hat ein paar Lösemittel drin, aber nur so funktioniert es halt. Okay, kann ich euch noch das andere geschwind zeigen. Das war eigentlich mein erster Testversuch. Aber seht ihr, was man für Strukturen daraus holen kann. Ja, da kann man noch viel mehr spielen dann. Bin dann einmal gespannt, wie es trocknet. Zeige ich euch auch dann. Wow. Okay, cool. Das war's von mir. Dann wünsche ich euch was. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye.